Ich meine, man muss ja auch mal sehen, wie wir da angetreten sind. Wir kamen im Winter 99, 2000 zu den ersten Tests. Mhm. Unser Motor war alles andere als fertig. Wir hatten noch bis zum ersten Rennen, also durch die ganzen Wintertests, bis März 2000 nicht einmal eine komplette Renndistanz auf dem Prüfstand geschafft und auch nicht auf der Strecke. Okay. Und ich erinnere mich noch an einen fürchterlichen Test in Jerez im Januar 2000. Da hatten wir ca. 10, 12 Motoren dabei. Das Auto ging raus, erste Runde, Kurve 4, bang, ging der Motor hoch. Okay. Das Auto wurde reingeholt, neuer Motor eingebaut, geht raus, vierte Kurve, erste Runde, bang, der zweite Motor geht hoch. Das Ganze ist viermal hintereinander passiert, bis wir kapiert hatten, was da faul war. Und da waren dann schon mal 4 von den 12 Motoren weg. Und Patrick Hitt war da und er hat nur die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Der muss in dem Moment gedacht haben, mit welchen Anfängern habe ich mich hier eingelassen. Ja, das war wirklich das erste Jahr 2000 war sehr spannend, speziell von der Materialfrage. Wir hatten auch die Logistik noch nicht im Griff. Das heißt, wenn irgendwo was auseinanderflog, dann fehlten die Teile, um den nächsten Motor aufzubauen. Die Entwicklung kam kaum hinterher mit dem Ausmerzen dieser Schwachstellen. Wir haben eigentlich bis zur Mitte der ersten Saison gebraucht, bis wir einigermaßen stabil waren und einen geordneten Ablauf auch am Rennwochenende hatten. Und da muss ich sagen, das hat dann der Patrick auch sehr schnell respektiert, dass wir aus dieser unmöglichen Anfangssituation doch auf die Füße kamen und dann im Folgejahr auch schon den Ton angegeben haben mit dem stärksten Motor in der Formel 1. Genau, also galt ja immer der BMW-Motor, aber trotz allem auch in der ersten Saison, also im ersten Rennen, hat der Motor gehalten. Immerhin. Ja, das war, also ein Motor hat gehalten. Das okay. war für uns das Unglaublichste überhaupt. Wie gesagt, es war im ersten Rennen das erste Mal, dass ein Motor von uns die Renndistanz geschafft hat. Das war der Ralf Schumacher und der ist nicht nur ins Ziel gekommen, der ist nicht nur in die Punkte gefahren, der ist gleich aufs Podium gefahren, eben. Der war Dritter. Ja. Und das war für uns so etwas von unvorstellbar. Wir haben uns nur ungläubig angeschaut. Aber das ist ja immer die große Gefahr für so einen Hersteller, der extrem viel Geld ausgibt. Kann man da sagen, was das Budget war für Sie als BMW-Motoren? Das ist sicher kein großes Geheimnis. Es war natürlich stark schwankend. Mhm. Im ersten Jahr, ich kann mich an die Zahlen im Detail nicht mehr erinnern, aber im ersten Jahr war es deshalb sehr hoch, weil wir einfach viel Schrott gebaut haben. Mhm. Wir haben mehrere hundert Motoren gebraucht, um das Jahr zu überstehen. Boah, okay. Und das wurde natürlich dann weniger. Ja, auf ja. der anderen Seite war der Entwicklungsaufwand durchgehend da. Man kann sagen, ab 2004 etwa, gingen die Kosten runter, weil das Reglement verlangte, dass die Motoren eine bestimmte Laufleistung oder eine bestimmte Zahl von Rennen halten, beziehungsweise nur so und so viele Motoren im Jahr verwendet werden durften. Das hat einen massiven Kostensenkung gebracht. Ich kann mich noch ziemlich genau an die letzten Zahlen erinnern. Wir waren nachher bei BMW Sauber. 2009, im letzten Jahr, waren wir so weit, dass die Kosten fürs gesamte Projekt unter die 100-Millionen-Grenze gedrückt wurden. Und das war etwa eine Halbierung gegenüber den Anfangsjahren. Das ist schon so viel Geld. Da ist ein extremer Druck auf ihn gewesen, oder? Gerade am Anfang, als die Motoren nicht gehalten haben. Ja, das stimmt. Am Anfang, es war natürlich so, wir hatten noch null Reputation. Den Motor des ersten Jahres 2000 hatte noch Paul Rösche konstruiert, der war aber nicht mehr da. Und da war einfach die Frage, kriegen die zwei Neuen das gebacken? Und wir haben schon das Vertrauen gehabt im Unternehmen, das haben wir aber auch gebraucht in diesem ersten Jahr, weil die Resultate, die waren da mehr als durchwachsen. Wir haben aber sehr konsequent das aufgebaut, haben schon Anfang 2000 begonnen,
den Motor für 2001 zu entwickeln, der komplett anders war, der viel leichter war, der viel stärker war, der 2001 schon auch noch seine Zuverlässigkeitsproblemchen hatte, aber sofort die Benchmark im Feld war. Und die Zuverlässigkeit kam dann auch im Laufe des Jahres, sodass wir relativ schnell für so ein neues Projekt an die Spitze gekommen sind.